Servus Leute. Ja, wer heute darauf wartet, dass es am Kramöffel weitergegangen ist oder dass es da weitergeht, leider nicht. Ich hatte noch keine Zeit dazu. Die einzige Kleinigkeit, die ich gemacht habe, ich habe das Silikon einmal vom Block abgekratzt. Das sieht man hier. Also das waren so richtige Silikonbatzen. Die waren über den ganzen Riss, oder ich sage mal besser weniger Riss, sondern Block oder Bruch, sage ich einmal, besser drüber geklebt. Ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Ja, und um das Ganze jetzt nochmal zu zeigen, wie das jetzt ausschaut, ich habe die Haube jetzt aufgemacht. Jetzt zeige ich euch einmal die Stelle, die quasi vom Silikon immer bedeckt war. Das wäre das da. Und ich weiß nicht, ob man es mit dem Licht hier erkennt. Das ist ein ganzes Drum, das ist rausgebrochen aus dem Block. Da hat damals das Eis im Block richtig gearbeitet. Also es ist kein Frostriss, sondern es ist eigentlich ein Frostbruch. Das ist eine ganze Platte, die da rausgefallen ist innen her. Und die ist wieder drauf gemacht worden. Und wie man jetzt sieht, hier unten an der Stelle, da drückt das Wasser raus. Ist auch schon fleißig hier rausgelaufen von ganz alleine. Und tja, ich verliere auf alle Fälle Kühlwasser. Sau dumm. Früher ist es dann quasi wie Silikon drauf war, von da unten hochgewandert. Und da oben war dann das Silikon ein wenig los und dann konnte es da rauslaufen. Das war das, wenn er warm war und quasi das Wasser durch die Wasserpumpe zirkuliert hat. Ja, dann hat es da oben rausgedrückt. Jetzt habe ich das Silikon runtergemacht. Naja, und jetzt hat das Wasser natürlich freie Bahn und kann da unten direkt rauslaufen. Und tja, wie man sieht, ziemlich defekt. Da muss ich jetzt nochmal gucken, entweder kann es ohne Schweiße in Melkendorf richten. Da muss ich ja mal nachfragen. Die sind auf alles mögliche Schweißen spezialisiert. Die haben letztes Jahr auch von meinem KL300 das Bremsschild links geschweißt. Ist auch ein Gussteil gewesen, schwer zu bekommen. Das war bei meinem KL300 gebrochen, da war innen ein ganzes Teil rausgebrochen. Und die haben das quasi wieder aufgeschweißt und es sieht aus wie neu, das Teil. Und ist richtig stabil, also bombenfest. Die verstehen ihr Handwerk. Und da wäre jetzt die Frage, muss ich halt da mal anfragen, ob die sowas richten würden und halt auch, was es kosten würde. Also ich bin zwar immer noch auf der Suche nach einem Motorblock, wenn er nicht frostrissfrei ist, ist es auch kein Problem, aber solange frostbruchfrei ist. Ja, sagen wir es einfach so. Also wenn er frostbruchfrei ist, dann wäre ein schweres Wort. Dann würde ich einen MWM KD211 Block nehmen. Also quasi mit leichten Frostriss ist es kein Thema, den könnte man abdichten. Frostbruch ist immer so eine Sache, sollte normalerweise auch möglich sein. Bei mir ist halt das Problem, der Bruch, der ist relativ groß. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Stahlplatte drauf schraube. Bloß bei mir sitzt der quasi auf Höhe vom Froststopfen. Und ja, der ist da damit verbrutzelt worden und da eine viereckige Metallplatte drüber zu machen, wird äußerst schwierig. Das wäre natürlich das Schönste. Die könnte man halt dann mit Hausmitteln selber zu Hause anfertigen. Platte ausschneiden und mit Senkkopfschrauben verschrauben. Unten drunter natürlich Dichtmasse. Weiß ich noch nicht, ob das ein Kompromiss ist. Der Idealfall wäre, wie gesagt, immer noch an leeren Block zu kriegen. Die Köpfe und Einspritzpumpe, und das stelle ich mal hinten an. Bei der Einspritzpumpe, da müsste man halt jetzt erst einmal gucken, die Pumpenelemente selber können eventuell getauscht werden. Wäre Option. Das sieht man dann erst, wenn sie zerlegt wird. Das könnte man vorher drin in der Firma mitmachen. Da sieht man dann, was rauskommt. Und naja, dann schaut man halt einmal. Ja, und warum habe ich jetzt an dem Schlepper nichts weiter zerlegt? Ganz einfach, ich habe das letzte Video ja am Mittwoch gedreht gehabt. Ich hatte einfach keine Zeit, ich hatte Spätschicht auf der Arbeit. War mir bis 8:30 gestanden. Und ich bin partout nicht dazugekommen. Und
Wie gesagt, wenn ich dann abends um 8 heimkomme, ihr steht ja momentan nur in der Garage, ich habe hier keinen Stromanschluss, ich habe hier kein Licht, ich habe keine Heizung, es weht hier rein. Es hat ja bei uns, okay, mittlerweile sieht man nicht mehr so viel davon. Ich habe das Ganze nämlich heute schon mal gedreht gehabt, aber die Kamera hat gesponnen. Es hat bei uns wieder einen Wintereinbruch gegeben, mittlerweile ist es weggetaut, es ist heute ein bisschen wärmer in Wonhausen. Wir haben aber immer noch aktuell minus 2 Grad. Warum es dann taut, fragt mich nicht, aber das Thermometer sagt minus 2 Grad. Ich denke mal, es liegt an der Sonne mit. Der Frühling wird schon kommen. Ja, wie gesagt, das ist halt jetzt, wenn es so kalt ist, dann stelle ich mich natürlich nicht hierher und schraube da groß dran rum. Da habe ich ehrlich gesagt dann auch keine Lust. In die Maschinenhalle kann ich noch nicht, da steht noch der Hanomag R16 von einem Arbeitskollegen von meinem Vater drin zu machen. Den habe ich ja schon in einem Video gezeigt gehabt. Das sind jetzt neue Laufbuchsen und Kolben reingekommen und der ist soweit wieder dicht. Jetzt hat sich aber gestern dann noch die Membran der Einspritzpumpe verabschiedet. Das ist eine Unterdruckpumpe, da ist so eine Ledermembran drin und die zieht quasi die Regelstange innen. Ja, gut, das ist jetzt durchgerissen. Jetzt dreht halt der Motor hoch und geht durch. Abstellen kannst du mit dem Absteller. Jetzt muss halt eine neue Membran rein, dass der wieder läuft. Und wenn der dann nochmal raus ist, dann werde ich ja mal schauen. Je nachdem, wie es ausschaut, dann werde ich mir den nochmal nur in die Halle schieben, rollen, fahren. Noch fährt er ja. Und baue erst einmal die ganzen Teile runter. Also das erste wird sein die Motorhaube, weil die ist deutlich im Weg. Der Haubenhalter, der originale, fehlt. Den habe ich nicht mehr. Der war schon gar nicht dran, wie ich ihn gekriegt habe. Dann mache ich den Kühler leer, lasse das Wasser ab, baue hier oben die ganzen Leitungen weg, die Kühlleitungen, werde die Einspritzdüsen rausnehmen, die Einspritzleitungen wegmachen, den Krümmer und den Auspuff abnehmen, die Lichtmaschinen und den Anlasser wegbauen und dann sollte ich deutlich besser an dieses Teil hier rankommen. Dann müsste ich das sehen. Dann werde ich auch einmal zusehen, dass ich die Köpfe oben runter schrauben, also erst die Ventildeckel natürlich runter und dann die Köpfe mal rausschrauben. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ich denke mal, wenn ich es anfange, vielleicht langt der vor der Menor. Ich habe mir das aber schon ein paar Mal angeguckt, also so schwer ist es ja nicht. Also, dass ich jetzt auch runtergeschraubt, kriege ich das schon. Die Frage wäre es, ob ich es wieder zusammenkriege. Ich bin halt, wie gesagt, kein Spezialist für sowas, aber es ist auch machbar. Ich baue das mal runter und schau mir das an. Wie gesagt, kann sein, ich habe am Mittwoch meinen freien Tag, dass ich dann bis dahin einmal dazukomme. Und dann wird es natürlich ein Video dazu geben, wenn ich hier was abbaue. Wie gesagt, tut mir leid, dass es jetzt aktuell noch keins gibt, aber die letzten Tage, nachts ist es recht kalt geworden und wenn es dann tagsüber auch nicht so warm ist und gerade wenn ich auf die Arbeit muss, dann komme ich halt nicht dazu, kann mich nicht hier hinstellen und ewig was bauen. Dann habe ich gesagt, nee. Dann stelle ich das nach hinten an. So brisant ist das Thema ja nicht. Anderweitig ist nichts passiert. Doch, was ist passiert? Am Donnerstag haben wir von der Jagdgenossenschaft das Essen ausgehabt, die Jahreshauptversammlung und Essen. Und ich habe mich mit dem Landwirt zusammengesetzt, der quasi die Feldspritze hat. Ich habe jetzt mit dem alles ausgemacht soweit. Ich weiß Bescheid, wann ich meinen Termin habe. Das habe ich ja eh schon gewusst. Und ich habe jetzt mit einer ausgemacht. Ich rufe ihn dann nochmal an vor die Feiertage, hol die Spritze unten bei ihm ab, fahre sie hier rauf, dann werde ich das selber mal durchprüfen soweit. Ich meine, ich habe einen Sachkundenachweis gemacht, dann kann man gleich einmal praktisch üben. Ja, und dann mit dem Mulcher habe ich abgeklärt, der steht bei ihm in einer Halle drin, den werde ich dann auch einmal holen, weil Amo braucht noch mal vorne drinnen in der Firma, da muss er noch ein wenig was mulchen und dann brauche ich ihn ja selber. Da habe ich ja gesagt, da warte ich jetzt so lange, bis es einigermaßen abgetrocknet hat, bis die Wiese dann anfängt langsam zu sprießen. Dann mulche ich sie ja mal rein. Aber nicht bis in den Dreck rein, weil dann wächst mir ja das ja gar nichts mehr, sondern halt wirklich die oberste Schicht einfach einmal ein wenig. Und ja, wie gesagt, es wird noch ein kleines bisschen dauern, weil jetzt, wie gesagt, aktuell, wir haben ja wieder ein bisschen Winter gekriegt. Ein bisschen Kälte, da tut sich nicht viel. Und wie gesagt, mit dem Kram, sobald es da weitergeht, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, das werde ich euch danach zeigen. Aber in dem Fall jetzt erst einmal muss ich sagen, Entschuldigung, ist halt noch nichts passiert. Wie gesagt, zerteilen kann man sich halt nicht. Auch Geld verdienen muss man auch, weil sonst kann man natürlich in die alten Maschinen hier nichts stecken. Wenn ich nicht auf die Arbeit gehe, dann kommt da kein Geld für die Maschinen rein, dass ich jetzt da investiere. Ist einfach so.
Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle noch mein Futter oben aussortieren und das werde ich euch jetzt nochmal zeigen und dann schauen wir mal. Ja, also wie ich schon sagte, die Maschinenhalle ist ja noch besetzt, aber sobald der raus ist, werde ich mir mal mein K15 vornehmen. Hier innen ist es doch ein wenig zugfreier und ein wenig angenehmer. Man hat ein Radio und man hat genug Beleuchtung. Ja, wie gesagt, da hat sich's halt jetzt so ergeben. Da ist die Unterdruckpumpe kaputt. Da sitzt diese Membran. Und die ist bei dem gerissen. Und ohne die Membran geht der Motor einfach durch. Und das gehört noch gemacht bei dem. Ja, zum Thema Futter für die Viecher. Ich habe ja gesagt, ich kriege da immer von einem Verbrauchermarkt aus Kulmbach die Lebensmittel, die weggeschmissen waren. Ja, so traurig wie es klingt, ist tatsächlich so. Es werden Lebensmittel weggeschmissen, die durchaus noch essbar wären, die aber vom Haltbarkeitsdatum abgelaufen sind oder der Salatkopf ist ein bisschen braun. Sowas wird ja leider weggeschmissen, fliegt normal auf den Müll. Ich habe mich da vor 2 Jahren einmal bei denen gemeldet, habe nachgefragt, ob die da sowas haben. Ja, und dann hat es geheißen, ja, die hätten was und wir könnten 2-mal die Woche holen. Und das ist so, wir holen einmal Mittwoch und einmal Samstag Futter. Da können wir uns immer so viel mitnehmen, wie wir selber brauchen können. Und ja, es ist für meine ganzen Viecher, für die Hühner und für die Pferde natürlich eine wunderbare Sache. Auch der Esel und die Gasen freuen sich natürlich, wenn einmal ein Äpfel oder ein Salat oder Bananen oder was dabei sind. Da sind die richtig begeistert davon. Und ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder Futter geholt. Das waren 9 Kisten Gemüse und Obst und 2 Kisten Brötchen. Und das Ganze sieht so aus. Also, diesen Berg Futter, das sind alles Lebensmittel, die normalerweise in die Biotonne fliegen würden. Also für alle die, die jetzt denken, ja wieso kann der auf seinen Misthaufen Salat fahren? Den Salat, den ich wirklich da noch nicht erfahre, das ist Salat, den ich einfach nicht mehr nutzen kann. Oder schimmliches Obst oder was ich aussortiert habe. Ich nehme das Zeug immer vor. Das macht natürlich unheimlich viel Plastikmüll. Hier geht es jetzt los. Ich habe noch nicht groß angefangen. Ich sortiere mir das dann aus. In die Kisten rein. In die Eimer kommt für meine Hühner. Einen Eimer oder 2 Eimer mache ich immer für die Gänse mit reinem Salat. Und in die Kisten, das ist dann immer das Pferde, Esel, Ziegenfutter. Das kriegen sie ja immer nicht in ihren Trog. Und ich sortiere das eigentlich immer so. Kleines Beerenobst oder sowas und Salat, so Salatblättler. Das kriegen meine Hühner. Und die ganzen großen Sachen, Äpfel, Birnen und dergleichen, kriegen die Hühner ab und an mal was davon. Hauptsächlich aber hinten die Pferde. Die freuen sich darüber. Ja, bei der Ladung sind jetzt dann zum Beispiel wieder, falls man sieht, Auberginen dabei. Und Bohnen, die Bohnen, das ist halt wieder so eine Sache, die kann ich nicht verfüttern wegen der Blausäure. Ich habe keine Viecher, die fressen würden. Es sind auch ab und an mal Champignons dabei, wie hier zum Beispiel. Die fressen sie auch nicht mehr, das ist halt dann Zeug, das fliegt auf den Biomüll. Ich sortiere das aber wirklich so aus, ich schmeiße nur das weg, was wirklich nichts ist oder was ich nicht verwenden kann. Und der Rest ist Futter für die Viecher. Also, nicht, dass mir hier irgendjemand denkt, wieso schmeißt der das ganze gute Gemüse weg? Mm-mm. Das ist genau das. Die Verbrauchermärkte, die haben immer alles vorrätig, die sollen immer alles haben. Die Landwirte sollen produzieren, produzieren, produzieren. Und dann sieht man eigentlich als Landwirt erst einmal oder allgemein als Erzeuger, was dann mit dem ganzen Zeug gemacht wird. Und das ist immer sehr ärgerlich. Ich meine, es hat zwar für mich auch Nutzfaktor, aber trotzdem, ich ärgere mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, wie viele Kisten das die drinnen stehen haben. Und selbst die Tafeln, die holen sich ja das alte Obst und Gemüse. Alt ist gut. Sobald da Banane ein bisschen braun ist, dann fliegt die bei mir ins Futter rein. Die wollen wirklich Hochwertiges, weil da wird ja nichts angenommen, was dann vielleicht schon ein bisschen braun ist oder was. Und dann ist immer das Gejammer groß. Die Verbrauchermärkte wollen alles immer günstiger, günstiger einkaufen und schmeißen aber im Endeffekt dann alles, was sie eingekauft haben, weg.
Und das ist, wie gesagt, ärgerlich, da läuft in Deutschland was falsch. Muss man wirklich so sagen, es ist traurig, aber das wollte ich auch einmal gesagt haben. Ich bin jetzt gerade fertig geworden, ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Aus den neuen Kisten, die wir aussortiert haben, sind in diesem Falle drei gefüllte Kisten für die Pferde und für die Ziegen geworden und für den Esel. Daraus sind vier Eimer für meine Hühner entstanden. Ein Eimer ist es geworden für die Gänse, den hat die Mutter gerade verfüttert. Dann war in dem enthalten drei Plastiksäcke Plastikmüll und eine Mattelwanne ist Biomüll. Das ist schade, ist leider so. Die Champignons kann ich nicht verfüttern, die haben teilweise auch schon Schimmelansatz. Also das kann ich keinem Viech mehr geben, das mache ich auch nicht. Die Tomaten, die ich hier aussortiert habe, das sind wirklich die, die Schimmelansatz dran haben, die halt kaputt sind. Kann ich auch nicht mehr verfüttern, das macht keinen Sinn. Ja, ich habe dann übrigens hier, das sage ich nicht so laut, auch ein bisschen was aussortiert. Was noch wirklich gut ist, kann man nämlich selber auch noch verwerten. Das ist nicht alles Müll, was weggeschmissen wird. Wie gesagt, das macht mir nichts, wenn da auf einer Zitrone ein kleiner brauner Fleck außen drauf ist, der nur auf der Schale ist, aber die Zitrone ist innen drin tipptopp. Ich meine, das ist ein Schmarrn. Von wem ich das ganze Zeug kriege, sage ich jetzt explizit nicht dazu, weil das machen nicht alle Märkte. Ich weiß, dass es etwas verpönt ist, wenn das einfach hergegeben wird. Normalerweise die meisten sagen, wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Ich muss aber ganz ehrlich persönlich sagen, ich bin froh darüber, dass der Markt das so macht, dass die das Zeug hergeben, dass man es noch verwerten kann für die Tiere. Es ist einfach schade, wenn man jetzt als Erzeuger, ich meine, ich produziere zwar kein Obst und Gemüse, aber wir machen ja trotzdem Getreidebau. Ich finde es einfach schade, wenn man als Erzeuger dann sieht, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird und dass die schönsten Sachen, da ist eine angedatschte Tomate in einem Päckchen drin, ist ja alles in Kunststoff eingeschweißt. Dann ist in diesem Kunststoff eingeschweißten Päckchen eine Tomate, die ist matschig oder die ist ein bisschen angedatscht oder ein bisschen schrumpelig, dann fliegt das ganze Päckchen weg. Die anderen, was weiß ich, wie viele Tomaten, die da noch drin sind, sind aber tipptopp. Und das ist einfach schade anzusehen und ich bin, wie gesagt, froh darüber, dass ich es kriege, dass ich so mal einen Teil dazu beitragen kann, dass wenigstens nicht alles auf dem Müll landet. Wie gesagt, es entsteht natürlich trotzdem Müll. Bloß ich habe das jetzt einfach einmal euch gezeigt, um zu zeigen, falls sich da einer fragt, beim Mist wegfahren, wieso liegen da Orangen, wieso liegen da Tomaten, hat er zu viel Geld, dass der sein Zeug wegschmeißt? Nee. Das ist, wie gesagt, wirklich das Zeug, was ich gar nicht verwerten kann, was vielleicht schon kaputt ist, was schon schimmelig ist. Ich sortiere das nämlich aus. Und ich wollte es einfach einmal gezeigt haben, was eigentlich weggeschmissen wird. Das ist jetzt nur ein Markt und ich hole, wie gesagt, nur an zwei Tagen in der Woche. Das kommen noch andere Leute, die holen. Da sieht man erst einmal, was alles weggeworfen wird. Und das ist einfach wirklich schade. Das wollte ich jetzt einfach einmal zeigen. Wollte ich einfach einmal sagen. Wie gesagt, dem Markt mache ich keinen Vorwurf. Die müssen so viel anbieten, weil die Verbraucher das einfach wollen. Jeder will möglichst jeden Tag in der Woche eine frische Banane kaufen können, frische Tomaten oder frischen Salat. Aber durch die Tatsache, dass das von früh bis spät im Laden liegt, dann werden halt einmal die Außenblätter weg. Ja, dann wird es weggeschmissen. Da liegt der Salat einen Tag im Laden und dann wird er weggeschmissen, weil er ein bisschen welk außenrum wird. Ja, bei uns ist es so, wir tun halt dann, wenn einmal ein wenig was dreckig ist am Blatt oder sei es, es wird abgewaschen und was wirklich welk ist, das wird abgeschnitten, das kriegen bei mir die Viecher. Die freuen sich drüber. Ich freue mich, weil ich nichts wegschmeißen muss, weil wie gesagt, mich reut es immer wieder. Anderswo auf der Welt gibt es nichts zu fressen für die Menschheit. Und hier bei uns in unserem Überfluss, da wird alles einfach weggeschmissen, weggeworfen und nur weil es ein bisschen, dann muss das immer gleich weg. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist eigentlich ein wenig traurig. So schön wie die Wohlstandsgesellschaft ist, aber manches ist einfach nur noch Wahnsinn. Da die Bananen, innerhalb von zwei Tagen sind sie braun, ja warum? Weil sie von Übersee hergeschifft werden. Ich meine, gut, ich mag auch gerne mal eine Banane, aber dann werden sie hergeschifft, dann werden sie unheimlich schnell, dass sie reif werden. Und dann nach zwei Tagen sind sie braun und dann werden sie weggeschmissen. Und wie gesagt, bei mir kriegen sie dann die Viecher, die freuen sich drüber. Die sind froh drüber, ich bin froh drüber. Aber eigentlich müsste sich da daran was ändern. Nicht daran, dass ich es hole und als Futter für meine Viecher hole, sondern daran, dass jeder immer nur
jeden Tag in der Woche alles haben möchte und im Endeffekt dann so eine Wegwerfgesellschaft entsteht, das ist eigentlich traurig. Das dürfte normalerweise in der heutigen Zeit nicht sein. Und ja, ich sage ja, das sind immer alle so auf Umweltschutz und dergleichen bedacht. Und da wird uns Landwirten hier ans Bein gepisst, weil wir Düngemittel rausbringen, also in Form von Gülle oder Mist. Ich habe selber schon erlebt, ich fahre meinen Mist hinter zum Haufen, weil unterwegs vor eine Frau ankalten, die mit ihrem Hund spazieren läuft, dann wirst du noch blöd angemacht, wie es du dir erlauben kannst, den frisch gerichteten Weg zusammenzufahren, wo die spazieren geht. Dann darfst du dich noch anschnauzen lassen, wieso du die Umwelt kaputt machst mit dem Zeug. Ja, ganz ehrlich, ne? Aber das sind dann solche, die stehen irgendwo im Verbrauchermarkt, die kaufen sich Tomaten und wenn dann eine dabei ist, die ist ein bisschen schrumpelig, dann kann man die nicht mehr verwenden. Da kann man keine Tomatensoße damit machen. Nee, die muss man liegen lassen und die muss weggeschmissen werden, weil das ist ja, das ist ja nicht mehr frisch. Ja, wir machen da Tomatensauce draus, was nicht mehr ist. Oder wie gesagt, was hier ist, halt, das kriegen meine Viecher, die freuen sich drüber. Meine Hühner unten, die kriegen später auch noch eine Kiste. Wie gesagt, ich habe auch noch zwei Kisten Brötchen. Die waren auch noch verfüttert und ich habe damit, wie gesagt, kein Problem. Aber mich ärgert es halt immer wieder, wenn ich das sehe. Ja, also, jetzt einen kurzen Aufreger noch am Ende. Wie gesagt, das musste ich ja mal loswerden. Ich meine, ich habe das jetzt seit 2 Jahren und ich sehe, was da immer weggeschmissen wird. Und ich habe jetzt 9 Kisten habe ich abgeholt und da waren bestimmt noch einmal 20 Kisten gestanden, die zum Wegnehmen waren. Bloß die nehme ich nicht mit, weil das kriege ich selber nicht los. Und das ärgert mich halt, wenn ich sowas dann sehe. Na gut, wie gesagt, ein Aufreger am Ende. Jetzt wünsche ich euch was und sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.